Guten Morgen. Ja, heute soll es Sheep sein. Zumindest habe ich mich dafür entschieden, nachdem ich, ja, ich sag mal, lange mit mir gerungen habe. Und zwar aufgrund dessen, dass ich glaube, bei Need for Speed Porsche wäre das auf Dauer dann mit mir doch recht langweilig geworden. Man hat ja eine leichte Verbesserung gesehen, aber ich glaube, die Kurse wären häufiger wiederkehrend gewesen. Es mag zur Alleinunterhaltung für mich vollkommen in Ordnung sein, für andere dann aber eben nicht. Und dann habe ich mich dazu entschieden, Sheep anzugehen, weil Sheep ist tatsächlich ein Spiel, das ist ganz lustig aufgebaut. Ja. Okay. Oh Gott. Okay, ich wusste nicht, dass man das auch zu zweit spielen kann. Aber offenbar geht es sowohl mit einer als auch mit zwei Personen. Ganz cool. Ja, nehme ich Motley. Ich kann im Moment nur das nehmen. Vollkommen in Ordnung. Ab hier vier Welten auf der Polygon Farm. Starten tue ich mit Polygon Fields. Schafauswahl. Okay, Schafauswahl. Puh. Ich weiß nicht, was das für Vor- und Nachteile mit sich gebracht hat. Ich fange auch da mal mit dem Einfachen an. Am Ende ist es halt so, die Schafe werden immer ja, die müssen ins Gehege getrieben werden, praktisch. Und es ist so, ja, es ist halt keine so bescheuerte Simulation, sag ich mal. Gut, okay, jetzt kann man natürlich über eine Simulation auch denken, was man will, aber ich würde jetzt eine Treibt die Schafe ins Gehege Simulation nicht so geil finden. Es ist halt funny aufgebaut, sag ich mal so. So, und es gibt Items und dergleichen, und ja, da muss man durch die Level kommen. Jetzt hier ist natürlich noch eine relativ realitätsnahe Situation wahrscheinlich am Anfang, jetzt auf den ersten Blick. Das ändert sich aber auch. Es gibt dann auch Cyberwelten und und. Ist ganz geil. Und der Analogstick funktioniert hier dann auch. Was ja wie. Oh. Muss die Schafe darüber treiben. Komm, los! Los! Ja. Weg. Oh. Eieiei. Ich kann da. Achso, doch. Ich kann da selbst auch überspringen. Los! Jumping Jack! Okay. Da gehe ich von aus, kann nur ich rübergehen. Das heißt, ich muss gleich dieses blöde goldene Schaf hier wahrscheinlich holen. Selber. Ja. Okay. Darf ich raten? Hier kommt ein Mähdrescher. Und hier. Ja, da kommt ein Mähdrescher. Achtung, Elektrozaun, da verbrutzeln meine Schafe.
So, dann treiben wir die Schafe mal hier ein bisschen. Nicht an den Elektrozaun kommen. Das ist mal ganz wichtig, würde ich sagen. Weil da soll vielleicht Schaffleisch draus werden, aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt. So, hier kommen noch mehr Schafe dazu. Sind wir eine riesige Schafherde. Ein bisschen warten wegen dem Mähdrescher. Los. Mehr ihr Schafe. Mehr ihr Schafe. Komm, go. Nein, 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 nein. Wir wollen heute nicht putzeln. Oh, komm. Ah, okay. Lieber ich als ihr. Hilfe. Ich weiß nicht, was das ist. Nein. Hä, was ist das Blaue? Hä, was war das Blaue? Okay, was für den... Wo muss ich denn hin? Muss er da? Okay, ich muss dahin. Scheiße, zwei Schafe verloren schon. Ja. Kommt. Go. Na gut, okay, das. Und jetzt können wir gerne da durch. Wo ist ich denn nicht durchgehen? Naja. Komm. So. Lang ist das auf jeden Fall nicht mehr. Hier die Vogelscheuche und dergleichen. Die lenkt uns auf jeden Fall nicht ab. Hier ist jetzt, im Grunde ist das jetzt eine Formsache. Wenn man so will. Jupp. Und ab in den Hänger. Okay. Ich habe 15 Schafe drin. Dementsprechend sollte das eigentlich machbar gewesen sein. Zwei Schafe verloren, ich weiß aber nicht, was das Blaue war. Das ist das... Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das ein bisschen buggy war oder sonst was. Ich mache es gerne nochmal, aber ich fand das ein bisschen komisch. Dass er auch danach, dass die Zeit noch komplett abgelaufen ist. Ich vermute, da war das Schaf noch nicht weit genug drin. Also. Oh no. Finde ich nicht so lustig. Hm. Ja, das hatten wir. Oh. Das ist ja schon wieder was, wo ich sage, okay, nee. Das muss nicht sein. Und normalerweise haben wir es, glaube ich, also das dürfte als geschafft zählen, denke ich. Ich meine, ansonsten macht es keinen Sinn, das weiterzuspielen, ne? Kann natürlich auch sein, dass es tatsächlich planmäßig so ist. So. Dann nochmal. Und. Komm. Los. Los. Kommt. Bringe. Aber bitte nicht Schafe zählen, nicht vom PC einschaffen. Oder entschlafen. Ja. Schön. Das Schaf soll aber auch noch darüber. Go. Was hat denn das blöde Schaf? Ich brauche die Bonuspunkte nicht unbedingt, aber... Ah, das ist ja nun stressig. Auch wenn das wieder dasselbe Schaf ist, ja. Dann. So, dann der goldene hier. Oh.
So. Nee, okay, ich muss da, das wollte ich nur einmal wissen. Ich gehe als schlechtes Beispiel voran, würde ich sagen. Ich laufe immer wieder gegen den Zaun. Ne, aber wie gesagt, besser ich als die. Das ist ja nun mal tatsächlich so. So gesehen eine Tatsache. Okay. Ob der Gegner... Ach so, ne, der Miedrische ist nicht wirklich ein Gegner. Kleine flauschige Ballen wollen wir auf jeden Fall nicht. Oh, komm, nimm dieses scheiß Vieh da weg. Komm, ja, ist mir vollkommen egal. Hauptsache weiter. Weiter. Ich weiß auch nicht, ob das negativ ist irgendwie. Wenn die Rüben da essen. Los. Los. Na komm. Achso, ich muss selber auch noch mit rein. Ah, okay. Das erklärt's. Jo. Ja. Ich glaube, die neue Verkabelung ist für mich zwar einfacher. Tatsächlich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so wirklich gut funktioniert. Bis dann. Was ich gut dran, das liegt, wenn das, also ich könnte es ja natürlich noch mal probieren ohne, ohne ein Gerät, was ich hier jetzt dazwischen geschaltet habe. Nun ja. Andere Schafe. Haben sie gerade schon Wolle gespendet, auf jeden Fall für gute Zwecke. Was will er da von mir? Hätte die Hühner? Okay, ich soll die Hühner retten. Was haben die so lange Schwänze? Los.
Gibt das irgendwie Sonderpunkte oder was bringt mir das jetzt? Komm, du bist gut. Nicht gut. Oh, zum Glück. Weg. Los, jump. Wenn ich wüsste, was das da zum Beispiel. Müssen wir da hin? Nee, müssen wir nicht. Weil du musst das hier auch da weg. Schafe müssen da nicht hin. Nicht hin. Oh Gott. Weg. Hier überhaupt nicht hin. Los, schnell hier rüber, über die Straße, sonst kommen die gleich. Genau, haben wir einen Stern geholt. Cool. So, dann hole ich mir meinen goldenen Heindattel. Oh, goldenen Heindattel geholt. Lauf hier unter den Trecker. Da ist es modig warm. So. Achtung, tödliche Schaff-Uhrmaschine vor der Tür. Vor dir. Familie. Achso, oh. Die tagtödlichen. Die Dinger sind tödlich. Okay, ja. Nein. Auch gar nicht. Nein. Ja, eins ist down. Oh, jetzt geh doch nicht da rein. Weg. Los. Die einfach. So, weg. Nein. Ja. Als ob ich da hingegangen wäre. Mann. Ja, genau. Lauf wieder da rein. Das ist so interessant gewesen. Oh, war das schlecht. Oh, war das schlecht. 3 Schafe gerettet. Das war nicht so toll. Tja. Dann nochmal dasselbe Level. Mann, das ist doch vollkommen egal, wie der Name. Achso, oh. Schade. Na toll. Das ist jetzt schon absurd genug, dass ich jetzt. Das war nicht der Plan. Ich wusste aber auch nicht, dass ich mich da jetzt eintragen lassen darf. Mit 3. Auf jeden Fall fange ich dann hier direkt mit an.
Komm, ich nehme einfach die. Glaube ich auch nicht so wichtig. Wenn es da einen Unterschied gibt, dann merkt er bei dem, ja. Ich glaube nicht, dass es bei den Level, bei den aktuellen Leveln wirklich einen Unterschied macht. Ja, so. Können wir. Ja, rette die Hühner, mache ich. Wahrscheinlich läuft jetzt direkt eins vor den Hänger. Vor den Trecker. Oh, da unten ist ein goldener Stern. Oh. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern sich goldene und silberne Sterne unterscheiden, aber. Ja. Ich werde den goldenen Stern nicht holen wollen. Jetzt kommt. Ich weiß auch nicht, wie viel tatsächlich geholt werden muss, um ein Level zu bestehen. Das wäre natürlich auch so eine Sache, die sehr interessant wäre. Okay, ups. Weg, 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 rüber, 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 rüber. Ist egal. Ich bin egal. Das ist ja das. Oh. Egal, hab das Huhn nicht gerettet. Das Huhn ist aber egal. Ich sag mal so: Das Huhn ist Bonus. Weil am Ende ist entscheidend, dass wir die Schafe retten, um das Level zu bestehen. Ich weiß nicht, was die Leute mit den Schafen machen. Wir gehen aber eher lieber mal hier lang. Und gehen damit schon mal den. Oh, achso, ja gut. Hilfe! Nein! Nein, 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 nein! So, einfach in den Hänger. Go. Ja. Jetzt habe ich hier unten noch 5 Schafe und kein. Ja, schade. Ja, das ist ein bisschen blöd. Tatsächlich. Ich habe die nicht befreit. Das ist ja. Nichts gut. Wie es aber einmal aus. Ich stelle das mal um. Ja, mich stört der blaue Bildschirm ein bisschen. Aber dass das immer wiederkehrend ist. Ja. Hier habe ich was. Da habe ich was. So. 3 Kabel raus, 3 Kabel rein. Normalerweise müsste da jetzt schon Bild sein. Ja. Und jetzt auch so. So, und jetzt mal gucken, ob sich das mit dem blauen Bildschirm immer noch bemerkbar macht. Das Bild jetzt dürfte im Idealfall jetzt sogar besser sein.
Ach so, Vorgabe ist 10 Schafe bei allen. Okay, 10 Schafe in 4 Minuten. Möp. Oha. Oh, was geht mit denen? Okay, ich bin der Falsche für den Job. Das ist lang genug mitgemacht. Tja. So, hier ist jetzt aber los. Los, los, los. Komm, da unten ist nichts, ne? Doch, doch, da ist mein goldenes Pinsel. Ist das hier? Keine Ahnung. Go! Go! Und weiter geht's. Oha. Hilfe! Schafe, verlasst mich nicht. So. Nein, nein, nein. Oh nein. Ich will auch gelbe Schafe. Ich brauche auch gelbe Schafe. Ja, es bringt ganz tolle Punkte. So. Kann ich mich eigentlich auch selbst färben? Nee? Wahrscheinlich nicht. Okay, mit dem Radio machen sie nichts, das ist nur zur Unterhaltung. Und dann. Genau, ja, ihr habt gut gemacht. Ihr habt fein mitgedacht. Geil. Oh, jetzt muss ich die Schafe gleich nochmal färben. Bald. Also, es geht ja von der anderen Seite öffnen. Mann, da ist der blöde Typ da. Los, komm, komm, komm. Andere Seite öffnen. Ah. Komm. Schafe, geht. Hinaus in die große Welt. Nein! Ach man. Naja. Eben haben wir nicht genutzt. Nicht zu den Pferden. So. Komm. Kommt alle rein da. Und das muss jetzt hier bleiben, oder wie? Ich wüsste viel lieber, wo die vier anderen Schafe sind. Ach so, die wären dann mitgekommen. Ja gut, okay, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Vier Schafe habe ich. Oh fuck. Oh, 3, 2, 1. Ich schaff's nicht, weil ich nicht im Hänger bin. Oh Gott. Ja gut, das ist dann halt so. Aber ich weiß nicht, wo die vier Schafe jetzt sein sollen.
Okay, das mit dem blauen Bildschirm liegt überhaupt nicht daran. Ich weiß, das liegt eher am Spiel. Na, dann ist das so. Geht mir nur ein bisschen auf den Keks, muss ich ehrlicherweise sagen. Jetzt darf ich keinen Namen eingeben. Jetzt hätte ich es am, wenn ich das vorhin nicht gehabt hätte, hätte ich es direkt weggedrückt. Ja. Eigentlich auch doof. Ich hätte auch direkt auf die Zeit gucken können, ne? Direkt auf die Zeit gucken können. Ja, komm. Nochmal das. Macht halt auch einfach Sinn, glaube ich. Es macht einfach Sinn. Die Reihenfolge ist da eben im Moment auch 1 zu 1 dieselbe. So wie sie sein sollte. Ja, jetzt mal los. So, okay. Ja, das haben wir. Ich weiß trotzdem nicht, wo diese blöde. Ja, komm. Oh nein. Ja. Und das nur, weil ich mit der Farbe nicht einverstanden war. Ah, okay. Ha, diesmal haben wir zwei goldene Schafe. So, okay. Oh nee, es ist trotzdem eins gestorben. Oh, ich will gar nicht wissen, ob das hier jetzt. Muss ich sagen, hat im Moment relativ wenig bis gar nichts gebracht. Ich guck noch mal. Okay. Ah, natürlich. Das ist natürlich super, wenn das Spiel von vornherein dafür sorgt, dass ein Schaf das nicht überlebt. Scheiße, Mann. Oh, ist das nervig jetzt. Das ist schon stressig, muss ich sagen. Oder möchte ich sagen, an der Stelle. Also. Ich meine, man spielt so ein Spiel ja dann sollte das auch möglich sein, dass wenn man selber dann nichts macht, dass da nicht einfach vor sich hingestorben wird. Und das mit dem Radio muss ich sagen, ja gut. Ist eine nette Idee, hat aber jetzt am Ende nicht so viel gebracht. An anderen Stellen mag das mehr bringen, wenn wir unter Gefahr sind und da in der, ja, das Schaf dann. Nein. Will die rüber zu Gabe bringen. Ja, komm. Einfach da rein. Einfach da rein, Mann. Oh, das grüne Schaf ist toll. Das finde ich doch spitze. Oh,
schade, ich hätte gerne das grüne Schaf wieder drauf gehabt. Weg, weg, weiter, weiter, weiter. 20, 18 und so weiter. Geht da rein. Egal, ich lasse dich hier. Hört das auch irgendwann auf? Okay. Speichern kann ich natürlich auch mal. So. Nur. Letztlich wollen wir ja weiterkommen. Ne? Letztens hatte ich bei Crash Bash, hat er auch ewig gespeichert. Ich weiß nicht, was das ist. Wenn jetzt das Spiel wieder hängt, wie eben bei Crash Bash, dann ist das natürlich ärgerlich. Dann dürfte die Memory Card tatsächlich auch defekt sein. Aber eben die in 2. Ich habe die letztens eben getauscht, die Memory Card 1. Da hat das dann geklappt. Ich habe schon wieder ein bisschen was auf den Stand spielen können vom Wochenende. Aber es ist im Grunde es schaut ja nicht gut aus im Moment auch. Ne? So, und da muss man mal gucken. Hier würde ich jetzt wahrscheinlich auch sagen, okay, ich setze mich da nochmal hin. Mach das. Dann haben wir die ersten drei Abschnitte einmal komplett gemacht. Und das vierte macht man dann nochmal zusammen. Ist dann wahrscheinlich die beste Option. Und dann würde ich nämlich sagen, war es das an der Stelle. Bis die Tage.